Dieses Preset mag auf dem ersten Blick nicht ganz so spannend sein, aber da steckt mehr drin als in jedem anderen scheiß Callout-Title, den du je gesehen hast. Da ist mehr Mathematik drin, als ich in der 12. Klasse hatte. Also für alle die, die den Satz des Pythagoras kennen, oder wie das Ding heißt. Damit dieses Preset in jeder Größe und Aspect Ratio funktioniert, habe ich Winkelfunktionen berechnet, habe Text Expression eingebaut, Points gepublished und damit der Text dynamisch ist, habe ich sogar noch ein paar Text-Coding-Sachen mit eingebaut, die du alles einsehen und vor allen Dingen durchlesen kannst. Schritt für Schritt. Und das Beste ist, das Ding ist komplett kostenlos. Ja, für dich zum Lernen. Das kannst du einfach unten in der Beschreibung downloaden, das ZIP-File entpacken, das DRFX-File doppelt anklicken, wenn du auf DaVinci Resolve 17 bist. Und dann installiert sich das Ding von selbst und dann kannst du es dir angucken. Und falls du jemals Probleme hast, DRFX-Dateien oder Presets in DaVinci Resolve zu installieren, dann schau dir dieses Video an. Okay, aber wie machen wir jetzt eigentlich was Geiles damit? Nachdem du das Ganze installiert hast, kannst du in deine Effekt-Library gehen und unter Titles nach 2 Leerzeichen P suchen und da findest du das ganze Ding auch schon. Und das Coole ist, das Ding, wenn wir hier unten unser Overlay auf Fusion Overlay umschalten, dann haben wir hier sogar einzelne Punkte und damit kann ich live auf dem Viewer das Ganze hin und her ziehen, da wo ich es haben will. Und siehst du, das ist vielleicht ein bisschen zu fett, das wollen wir vielleicht anders. Da können wir zuallererst mal sagen, ich hätte gerne andere Arrows und die sollen nicht so dick sein. Und dann können wir auch noch was zum Text sagen. Aber was ist, wenn wir das ganze Ding eingebettet nutzen wollen oder mit einer Animation drin? Dann machen wir Folgendes. Ich habe jetzt hier meinen Drohnenclip und damit gehe ich in Fusion und suche mir hier ebenfalls aus der Effect Library unter Templates Edit meine Animation raus und ziehe den hier rein. Und dann kann ich ganz einfach das Ganze mit einem Planner Tracker tracken, indem ich einfach das Ding mit dem umrahme und einfach einmal auf Set klicke und dann Track Forward klicke. Falls du noch mehr zu Tracking erfahren willst, da oben habe ich ein komplettes Tutorial, was dich up and running bringt. Okay, nachdem wir das getrackt haben, können wir ganz einfach unsere Animation hier in den grünen Pfeil vom Planner Tracker einfügen und im Planner Tracker von Track auf Corner Pin umschalten. Und jetzt habe ich quasi die Fläche, wie ich das ganze Ding stretchen will. Und kann das ganz einfach hier auf Seite legen, bis das Ganze perspektivisch richtig aussieht. Und natürlich darf ich am Ende nicht vergessen, meinen Planner Tracker in die Media Out Node zu verbinden, damit das Ganze auch wieder zurück an die Edit Page gesendet wird. Supi! Aber wie machen wir das jetzt, dass das textmäßig hochzählt? Ich zeig's dir. Wenn du die Preset-Gruppe einmal aufmachst, dann haben wir neben unserem Haupttext noch eine Formula-Node. Und die Formula-Node ist im Endeffekt nichts anderes als ein Platzhalter. Da steht hier schon im Text T2 drin und unter User hast du hier die Expressions, die quasi Dinge berechnen. Wenn ich jetzt in den Text gehe und hier mit Rechtsklick eine Expression einfüge, dann kann ich hier reinschreiben Formula 1. Groß styled Text und das Text auch wieder groß und dann übernimmt er quasi das, was ich in der Formula als Expression hier im ersten Feld drin habe. T2 zählt von 0 nach oben, also bis dahin, wo du es haben willst. Das kannst du alles in den User-Variablen einstellen. Da habe ich dir auch extra hier eine Notiz gemacht, wie du was einstellst. Und wenn du in der Formula statt T2 T1 einträgst, dann berechnet er den Abstand zwischen diesen beiden Trackpunkten. Das kannst du einfach einstellen, indem du in die User-Presets gehst und hier mit N7 das Ganze größer und kleiner skalierst. Und das wird natürlich länger und kürzer, je stärker ich hier an den Teilen ziehe. Denn diese Teile kannst du auch an Tracker binden. Und wie das geht, erkläre ich dir im Tracker-Tutorial. Damit kannst du doch schon richtig viel Geiles gestalten. Ich hoffe, du hast Spaß damit. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Und schau dir unbedingt die Free Presets oder die Tracking-Serie an, wo ich dir zeige, wie man geile Dinge in DaVinci Resolve macht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.